Und herzlich willkommen im Keller. Thema heute ist mal ein bisschen Ausrüstung, die ich mir nicht nochmal kaufen würde. Das war ein toller Vorschlag von einem treuen Zuschauer, der gemeint hat, das wäre doch vielleicht mal ganz interessant. Und es ist gerade aktuell, glaube ich, auch eine gute Zeit, mal ein solches Video zu machen, nachdem ich hier jetzt einen bisschen anspruchsvolleren Inhalt nach dem nächsten rausgehauen habe, wird es mal wieder Zeit für ein bisschen was, oh, gemütlicheres, ne? Ohne größeren Anspruch. Und ja, ich würde euch jetzt einfach so ein paar Dinge zeigen, die ich besitze, die ich mir nicht nochmal kaufen würde. Das heißt nicht, dass sie zwingend schlecht sind. Das heißt lediglich, dass ich die nicht mehr brauche, beziehungsweise ich heb sie schon auf, ne? Und ich will sie auch nicht hergeben, aber ich würde sie mir nicht nochmal kaufen. In der jetzigen Situation, mit dem, was ich jetzt so weiß. Damals war das auch eine ganz andere Situation, als ich es mir gekauft habe. Aber ja, einfach mal so ein bisschen Erfahrungsweitergabe für denjenigen, der es interessiert. Es gibt ja so ein paar Leute, die mögen so ein bisschen Ausrüstung, bla bla, ja ganz gerne. Und für die ist das halt gedacht. So, Gegenstand Nummer 1, ein Schlauchtuch, auch genannt Buff. Ne? Aber Buff ist ja das Original-Schlauchtuch, also das Schlauchtuch schlechthin. Das hier ist irgend so ein günstiges. Im Grunde sind die ja eigentlich super. Ne? Man kann sie sich so um den Hals legen, schön. Man kann sie sich auf den Kopf ziehen, schön. Man kann sie sich übers Gesicht ziehen, schön, schön, schön. Man kann sie als Haarband benutzen. Keine Ahnung, dafür hatte ich schon immer zu wenig Haare. Wie dem auch sei, ich brauche so ein Ding nicht mehr. Allein schon wegen dem Bart finde ich dieses Tuch, seit ich Bartträger bin, irgendwie da unten will ich das nicht haben. Ne? Also ich will schon, die packe ich mir ungern ein, die Haare, die da unten runterhängen. Ne? Und deswegen, da stört mich das, wenn ich das da unten hängen habe. Ne? Hingegen einen normalen Schal, wie ich jetzt gerade einen anhabe, oder mein übliches Schemmecktüchlein oder sowas, das stört mich da gar nicht. Das ist da weit genug weg. Aber dieses Ding dann da so wirklich so weit hoch übers Gesicht zu ziehen, das ist nichts für mich. Außerdem mag ich durch so einen Stoff nicht durchatmen. Ich mag keinen Stoff vor dem Atemgerät sozusagen haben, weder Nase noch Mund, weil dann atmet man da durch, dann wird das nass, das wird unangenehm, das stört mich wahnsinnig, ich kann das überhaupt nicht haben. Dann wäre es noch interessant, um die Ohren zu bedecken. Dafür gibt es Mützen und man kann es noch als Mütze tragen. Dafür gibt es auch Mützen. Also klar, das ist super multifunktional, aber wenn ich die untere Hälfte der Funktionen, die dieses Ding bietet, überhaupt nicht brauche und nicht ab kann, dann hat es für mich seinen Verwendungszweck mehr oder weniger nicht erfüllt und dann habe ich lieber eine Mütze auf. Also wenn es ganz, ganz kalt wird, habe ich ja noch eine Mütze unterm Hut. Es gibt auch Situationen, ganz selten, wenn es so richtig kalt ist, da renne ich mit zwei Mützen rum und habe gar nicht erst einen Hut auf, weil dann stört er wirklich nur noch, wenn man da zu viele Mützen drunter ziehen muss. Ja. Aber das ist extrem selten, dass das mal vorkommt. Ja, also für mich jedenfalls diese Schlauchtücher funktionieren nicht so gut. Obwohl die aber im Prinzip wirklich tolle Sachen sind. Ne? Also wer die mag, alles prima. Aber, ja, bartbedingt nicht so meins. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an den guten Buschpiraten. Du hattest mal irgendeinen Witz gemacht von wegen, ja, da sehe ich jetzt irgendeinen Kommentar, ich hatte es nicht vergessen zu kommentieren, aber es ging irgendwie darum, dass du genau meiner Meinung warst und gemeint hast, ich glaube, ich gucke in den Spiegel, außer dass mein Bart länger ist. Ja, stimmt. Ich arbeite dran. Ja, wenn ich Lust habe. Irgendwann habe ich keine Lust mehr und dann ist er wieder kürzer. So, naja, das nur am Rande angemerkt. Das nächste, was ich hier hätte, wäre dieser Biwaksack. Das ist ein ganz klassischer Biwaksack, der ist bestimmt 15, 16 Jahre alt oder was. Und ist einfach nur eine wasserdichte Hülle. Hier oben guckt sie raus. Ich kann ihn ja mal rausnehmen. Ich muss ihn dann zwar nachher wieder aufräumen, aber für euch ist fast keine Arbeit zu viel. Und ich scheue weder Kosten noch Aufwand, um dieses tolle Stück Biwaksack hier vorzuzeigen, ne? Also, so sieht der aus. Der hat nochmal eine separate Kapuze. Den kann man hier extra nochmal entsprechend zuziehen. Also, das ist ein gutes Produkt. Ist von der Firma Wafö. Die sind auf Biwaksäcke und Ponchos, glaube ich, spezialisiert. Früher waren sie das zumindest mal. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen noch was anderes machen. Der hat auch einen Reißverschluss. Der hat vorne noch ein schönes Klett zum Zuklicken. Und der ist auch wirklich schön groß und geräumig. Und man kommt da mit einem Schlafsack rein. Und auch ich passe da entsprechend rein. Wie lang der genau ist, weiß ich nicht.
Im Prinzip, ich habe den ewig nicht ausgepackt, deshalb ist er jetzt so verrumpelt. Der ist aber noch gut und echt schön wasserdicht. So, und sämtliche Nähte sind verschweißt und so weiter und so fort. Also man kann mit dem Teil theoretisch sogar in einer kleinen Pfütze übernachten. Da geht dann immer noch kein Wasser durch. Habe ich mal getestet, ich habe ihn mal in eine Pfütze reingelegt und wollte mal gucken, wird er jetzt innen nass und so weiter. Ich habe das aber jetzt nie, ich habe nie absichtlich in einer Pfütze übernachtet. Ne, das wäre jetzt auch gelogen. Innen drin diese Alu-Beschichtung ist natürlich nochmal zur Wärmereflexion gedacht. Und jetzt kommt's. Wofür ist so ein Teil gedacht? So ein Biwaksack, so einer, wie ich ihn hier habe. Nicht als Schlafsacküberzug. Das steht hier sogar mehr oder weniger auf der Packung. Biwaksack, eine Person, nahtverschweißt, unentbehrlicher Wetterschutz im Hochgebiege. Hochgebirge natürlich. Dient auch als Schlafsacküberzug. Auch. Eigentlich, so wurde mir das damals auch erklärt, ist dieses Teil konstruiert worden, um da einfach nur in diesem Teil da drin zu liegen. Ne? Und dafür ist er ja schon relativ klein und kompakt und kann ganz gut mitgenommen werden. Und das halt eben im Gebirge. Weil den schmeißt man sich unten in den Rucksack und wenn man feststellt, oh Mist, ich komme heute nicht mehr heim, ich muss jetzt eine Übernachtung irgendwo am Berg machen, dann kann man sich mit diesem Teil zumindest irgendwo hinhocken, an irgendeine Felswand lehnen und wird zumindest mal nicht nass und ist auf jeden Fall auch vom Wind geschützt und kühlt dann nicht allzu schnell, allzu sehr aus und kann dann halt auf diese, mit dieser Methode hoffentlich einigermaßen die Nacht irgendwie überleben. Ne? Man kann natürlich auch mit dem Schlafsack drin schlafen, aber das ist eigentlich nicht, wofür dieses Ding entsprechend konstruiert wurde, also zumindest nicht der, sondern halt wirklich als alleiniger Biwaksack. So, und ich brauche inzwischen wirklich überhaupt nicht mehr einen Biwaksack, weil ich mit meinem normalen Schlafsack drin liegen kann, weil entweder habe ich einen Schlafsack, der fürs Biwakieren grundsätzlich geeignet ist, der eh schon ein Außenmaterial hat, das sehr wetterbeständig ist. Das wäre jetzt halt in meinem Fall der Defense 4. In der Hinsicht ist der wirklich prima. Da performt der für mich ganz hervorragend. Der mag nicht der wärmste und der leichteste sein. Das braucht man gar nicht diskutieren. Aber in Sachen Wetterschutz und gleichzeitig noch Schlafsack oder noch zusätzlichen Biwaksack mitnehmen muss, finde ich den schon sehr, 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 sehr angenehm. Und da komme ich gut mit zurecht. Und die andere Variante der Übernachtung, die ich sonst so draußen mache, ist halt eben im Zelt. Und dann braucht man überhaupt keinen zusätzlichen Wetterschutz für den Schlafsack. Man kann natürlich trotzdem immer noch einen wetterresistenten Schlafsack auch im Zelt verwenden. Dessen muss man dann aber tatsächlich wirklich nicht mehr, wenn man ein vernünftiges Zelt besitzt bzw. dabei hat. Und deswegen, das Teil hat so ein bisschen wirklich seinen Sinn meiner Meinung nach verloren. Zumal, weil das halt wirklich auch ein guter Biwaksack ist, war der auch gar nicht mal so billig und das Geld würde ich auf keinen Fall nochmal dafür ausgeben, dafür, dass ich ihn so gut wie nie benutze. Behalten möchte ich ihn trotzdem und ich habe ihn jetzt noch 2-3 Mal dabei gehabt, wenn ich wirklich mal im Gebirge eine Tagestour gemacht habe, dann wirklich als Notsack, einfach wenn alle Stricke reißen, dass man ihn dann so benutzen kann, wie er gedacht ist. Das war aber jetzt erst in den letzten Jahren und davor lag er bestimmt 10 Jahre rum und wurde nicht benutzt. Außerdem, wenn man mit dem Schlafsack in dem Ding übernachtet, und das gilt für jeden Biwaksack, der nicht unbedingt aus Gore-Tex ist, sondern halt aus irgendeinem wasserdampfundurchlässigen Material, dann hockt man halt irgendwann wirklich im eigenen Saft. Das kann mal nicht so schlimm sein, wenn es eh so kalt ist, dass man ohnehin nicht schwitzt, aber ich habe da schon ein paar, naja, irgendwie eklige Nächte entsprechend verbracht und deswegen bin ich da nicht mehr so ganz überzeugt von. So, dann mal was ganz anderes. Man hat ja vielleicht mal eventuell so eine Phase, man hat so eine Phase, in der man der Meinung ist, wenn man ja Messer mag, so ein paar Spezialmesser zu brauchen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und da hätte ich jetzt zum Beispiel dieses Exemplar. Das gab es vielleicht schon mal in einem anderen Video zu sehen, nicht nur vielleicht, aber ich weiß halt nicht, ob ihr das gesehen habt. Das ist ein Smith & Wesson, also sprich von einem bekannten, unter anderem Schusswaffenhersteller. Und die bauen auch Messer und die sind dann halt eben genau wie die Schusswaffen dafür gedacht, eine Waffe zu sein. Ne? Was kann man mit so einem Messer, mit so einem Klingenaufbau tun?
zustechen. Ich. Das zugegebenerweise sehr gut. Dafür liegt es auch hervorragend in der Hand. Sowohl so rum als auch so rum kann man da prima irgendwelche Messerstechereien mit absolvieren. Das ist also schon als Selbstverteidigungsmesser. Man darf in Deutschland kein Messer zur Selbstverteidigung verwenden. Also zumindest ist das nicht vom Gesetzgeber so vorgesehen. Man darf ja zu Selbstverteidigungszwecken immer das nehmen, was da ist unter Umständen. Aber das ist ja mal ein Kapitel für sich und da streiten sich ja selbst die Juristen. Deshalb will ich mich da gar nicht einmischen. Aber ein Messer mitführen als Selbstverteidigung, also zum Grund, dass man es zur Selbstverteidigung nehmen möchte, darf man ja nicht. Und davon abgesehen, dieses Ding ist zwar kürzer als 12 cm und feststehend, darf aber trotzdem nicht geführt werden, weil es ganz offensichtlich eindeutig eine Waffe ist. Das erfüllt wirklich, das ist von Bauart bedingt und von seiner Herstellung und von seinem Hersteller her einfach nur dafür gedacht, tatsächlich eine Waffe zu sein. Man soll damit nicht schnitzen, das geht auch wahnsinnig scheiße, einfach dadurch, dass das zweischneidig ist, sondern man soll damit zustechen, ne? Auf irgendwas, was angreift. Braucht man nicht. Ja, dann darf eh nicht damit rumrennen. Man hat wahrscheinlich viel mehr Ärger, als dass man sich irgendwie sicher fühlt, indem man dieses Messerchen rumschleppt. Es gibt ja auch ganz normale Messerle, die nicht eben unbedingt jetzt als Waffe auszulegen sind, die selbstverständlich auch als Waffe verwendet werden können, sollte das mal aus irgendwelchen Gründen notwendig sein. Und weshalb ich dann unbedingt ein reines Waffenmesserle mal unbedingt haben wollte, das kann ich jetzt nicht mehr so ganz sagen. So super billig war das auch nicht und ich muss echt nachträglich mir selbst hier so, baff, baff, was sollst du damit? Ne, wozu soll das gut sein? Das hat hier auch noch diese diversen Öffnungen, damit man sich es auch noch an irgendwelchen Trageriemen festmachen kann. Kann man sagen, so rum hier so ganz, ganz cool. Und was weiß ich was alles. Das fand ich halt spannend damals. Ich war jung, hatte das Geld und war bei der Bundeswehr und hatte einen Kameraden, der sich auch dieses Messer zugelegt hat. Ich habe noch mehr in der Richtung, aber ich will euch jetzt gar nicht alles davon zeigen. Jetzt liegt es halt rum. Besitzen darf man die ja noch, führen darf man die entsprechend nicht. Macht ja auch wirklich keinen Sinn. So, auch ebenfalls aus dieser Zeit stammt zum Beispiel dieser kleine Dreiersatz Wurfmesserchen. Da habe ich auch gedacht, oh, hier so Rambo-mäßig, hier so Messer werfen und so weiter und so fort. Ne, also ich war da, was war ich da, 19. Jetzt könnte man meinen, oh, damit bist du ja auch schon volljährig. Nein, bestimmt nicht. Also auf dem Papier vielleicht, ne? Geistig, nein. Jedenfalls, haben die irgendeinen praktischen Nutzen? Nee. Jetzt kann man vielleicht noch argumentieren, ja, die sind ganz lustig, ne? Die kann man da so in der Gegend rumschmeißen und hat Spaß, aber mehr auch nicht. Und selbst dafür sind diese winzig kleinen, futzeligen Mini-Wurfmesserchen, im Prinzip sind die echt harmlos, die sind quasi nur bis hier geschliffen, also bis auf der Höhe und das da vorne so halbwegs scharf, aber weit davon entfernt gefährlich scharf zu sein. Klar, wenn man jetzt die Spitze ins Auge bekommt, dann tut das auch nicht gut. Aber mein Gedanke war ja wirklich, ist irgendwie cool und zur Selbstverteidigung, ja vergiss es. Also erstens mal trifft man mit den Dingern, also dass die wirklich auch stecken bleiben und mit der Spitze ankommen, bloß ein nicht bewegtes Objekt, das in einer genau definierten Entfernung von einem selbst steht. Wenn man also, soweit ich das mit dem Messerwerfen verstanden habe, da wirklich, wirklich mal ein bewegtes Objekt, das sich sogar auf einen zu bewegt, treffen möchte, dann muss man da wohl Jahrzehnte der Übung investieren, damit das klappt. Und selbst wenn diese leichten Dinger hier, ne? Also wenn du die nicht ins Auge bekommst, wenn du die nur gegen die Brust bekommst, durch zum Beispiel irgendeine halbwegs dicke Kleidung, ja, dann gibt es eine kleine Stichverletzung und dann fliegt das Messer da wieder raus und dann bist du auch nicht aufgehalten und kannst den niederdreschen, der dich mit Messern beworfen hat, ne? Also, das ist eine Spielerei.
ganz ehrlich, vielleicht würde ich mir die sogar noch mal kaufen. Einfach weil das Kind im Manne da immer noch etwas präsenter ist, als es sein sollte. Aber brauchen tut man so einen Scheiß nun wirklich überhaupt nicht. Es ist einfach auch nicht effizient. Selbst wenn man sagt, man möchte gerne eine Waffe, ja, dann kauft euch in Gottes Namen echten Katana. Das ist wirklich gefährlich. Zum Beispiel oder ein europäisches Langschwert in scharf. Oder ein Baseballschläger oder das Opinel Nummer 13 oder was auch immer, aber doch nicht, nein. Ninja-Wurfsterne gab es damals auch noch. Die sind ja inzwischen, glaube ich, irgendwie, darf man die überhaupt noch besitzen oder sind die inzwischen ein verbotener Gegenstand? Ich meine, sie wären inzwischen ein verbotener Gegenstand. Ich weiß es nicht, es ist mir auch relativ wurscht. Gut, das war also auch ein Fehlkauf. Dann habe ich hier nochmal was ganz anderes, ein Handschuh. Ich habe keine Ahnung, wo der andere abgeblieben ist. Das war einer der teureren Fehlkäufe. Ne? Die ganz teuren kommen noch. Weil das ist ein durchaus super verarbeiteter Handschuh. Ne? Da hat hier so ein Clip-Dingens. Da kann man den dann entsprechend weitermachen. Oder entsprechend enger machen. Dann kann man den zuziehen und so weiter und so fort. Und es ist halt wirklich ein Fäustling. So. Und wofür ist der da? Das ist ein wasserfester, winddichter, logischerweise dann auch, Überhandschuh mit sogar, wo steht's? Hier, Gore-Tex. Ne? Also da habe ich vergleichsweise viel Geld für ausgegeben, weil ich einfach eine vollständig wasserdichte Außenhülle mal haben wollte. Auch 10 Jahre her oder irgendwas. Weil ich gemeint habe, okay, jetzt hast du eine wasserdichte Jacke, die war teuer. Jetzt hast du eine wasserdichte Hose, die war teuer. Jetzt bist du ultimativ wasserdicht. Du kannst die Kapuze überziehen und alles ist gut. Aber was wird immer noch nass? Die Pfoten. Ne? Inzwischen habe ich aber jetzt gelernt, also erstens mal gibt es wasserdichte Fingerhandschuhe. Ne? Oder wasserdichte normale Handschuhe. Also so ein fetter Überhandschuh, den braucht man eigentlich nicht mehr. Ne? Also da gibt es einfach andere technische Lösungen. Und zweitens habe ich jetzt für mich festgestellt, ich brauche deswegen keine wasserdichten Handschuhe, weil wenn es strömend regnet, dann bin ich dadurch, dass ich die komplette Regenklamotte anhabe, ohnehin vergleichsweise warm angezogen. So. Und wenn ich jetzt rumlatsche und Trekkingstöcke benutze, was ich dann ja tue, wenn ich wirklich so größere Touren und so weiter und so fort vornehme, dann sind meine Hände auch ständig ein bisschen in Bewegung und haben was zu tun. Und ich habe einfach für mich festgestellt, mir wird da nicht kalt an den Pfoten. Ne? Da kann es bei 0 Grad oder bei fast 0 Grad kann es regnen. Wenn ich trekkingmäßig unterwegs bin, noch mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken, dann brauche ich überhaupt keine Handschuhe. Mir wird an den Händen da echt nicht kalt. Ich dampfe dann über den Kopf und über die Hände so viel Wärme ab, dass die Teile, wo die Wärme größtenteils halt abgegeben wird, so heiß sind. Handschuh brauche ich nicht. Wasserdichten Handschuh dann schon gar nicht. Wenn es dann nicht mehr regnet, wenn ich dann angekommen bin oder wenn ich mein Zelt aufgebaut habe oder wenn ich meine Hände zwischendurch mal aufwärmen möchte, dann ziehe ich natürlich auch wieder Handschuhe an. Die müssen dann aber nicht zwingend wasserdicht sein. Ne? Also ist wasserdichte Handschuhe hat sich für mich einfach erledigt. Ich brauche die nicht. Handschuh ist ein Gegenstand, der muss einfach nicht wasserdicht sein. Ansonsten sind das prima Handschuhe. Ne? Also da ist überhaupt nichts auszusetzen. Die wiegen sehr, 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 sehr wenig. Die sind schön groß, dass man da auch mit wirklich auch mit doppelten Fingerhandschuhen zum Beispiel, einen Innenfingerhandschuh, einen Außenfingerhandschuh und dann nochmal dieses Ding drüber. Das funktioniert auch alles. Alles prima. Haben hier nochmal sowas zum Zuziehen, zum Festziehen, dass man die auch schön ums Handgelenk fixieren kann, alles super, aber ich brauche die einfach nicht. Deswegen habe ich auch schon vor längerer Zeit halt den anderen, keine Ahnung, wo der ist. Und dann ist noch ein Gegenstand, machen wir jetzt mal was. Das ist echt, da bin ich selber mit mir noch selber ein bisschen im Unreinen. Moment, ich muss es kurz zusammenbauen. Ob ich das wirklich als nicht nochmal kaufen aufführen soll. Und zwar ist es das Trangia Mini Kochset. Ja, es ist schön klein, es kostet nicht viel Geld, es ist im Prinzip, und wie man sieht, habe ich es auch benutzt, ne? Es ist im Prinzip eigentlich echt eine schöne Sache. Es ist richtig durchdacht und ein tolles Produkt, ist nur in diesem Fall jetzt wirklich speziell für mich jetzt nicht mehr. Ich benutze das nicht mehr, weil, also was ist da drin? Wir haben hier einen Deckel, der ist gleichzeitig eine Pfanne. Mengenmäßig passen da ziemlich genau 2 Spiegeleier rein.
Wir haben eine entsprechende Zange, mit der man sowohl den Topf so rum, als auch die Pfanne entsprechend festheben kann, um dann halt eben damit gut zu hantieren, ist klar. Und wir haben einen Trangia-Brenner und diese Hülle drumherum, Brennerhalter. Ne? Ein wirklicher Windschutz ist das nicht. Als Windschutz bringt das gar nichts. Und dann ist da halt eben noch der klassische Trangia-Brenner drin. So, was ich würde halt mehr jetzt die Einzelteile bevorzugen. Ich würde mir einfach nur einen kleinen Trangia-Brenner zulegen und darauf in irgendeiner Form ein winzig kleines Kochtopfkreuz. Das wiegt halt dann ganz wenig, ist auch wunderbar klein verpackbar, selbst wenn man es hier drin verpacken kann und so weiter und so fort. Ne? Das ist alles schön durchdacht. Und wer das jetzt toll findet und wer jetzt sagt, oh, das sieht aber super aus, das will ich haben, prima, da kann man auch super mit arbeiten. Aber für mich ist es inzwischen einfach wirklich interessanter, nur den Brenner dabei zu haben mit dem kleinen Topfkreuz. Dann stellt man sich da eine Tasse drauf, dann hat man auch sein Tässchen heißes Wasser. Oder alternativ mal eine Dose warm machen, wenn es eine etwas größere Tasse ist. Meine Standard-Titan-Tasse, ihr habt die schon 27 Mal gesehen, die muss ich jetzt nicht nochmal zeigen. Passt da zum Beispiel wunderbar dann auch mit diesem Topfkreuz da drauf. Dann hat man Rucki-Zucki sein heißes Wasser oder halt eben einen Topf Ravioli, passt da auch noch gerade rein. Heiße Mahlzeit, ein Süppchen, was auch immer. Und das finde ich einfach vielseitiger und praktischer verwendbar. Diese zwei Eierbratpfanne, ich habe sie benutzt, ja, ist ein Gimmick. Braucht man meiner Meinung nach vielleicht nicht unbedingt. Dann lieber gleich eine richtige schöne Bratpfanne kaufen, mit der man dann auch vernünftig eine Menge braten kann. Also an sich echt gut durchdachtes System. Da kann man überhaupt nichts dran aussetzen. Es gibt leichtere Dinge, die man da mitnehmen kann, wenn man so ein komplettes System haben möchte. Aber es gibt nicht viel, was da wirklich besser wäre, wenn man so ein System haben möchte. Ideal ist dieser Topf hier aber durchaus nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Was dieser Topf nämlich richtig macht, was viele moderne Töpfe, den gibt es ja seit Ewigkeiten schon, falsch machen, ist, er ist nicht hoch, sondern breit. Und das heißt, wenn hier unten die Flammen dagegen schlagen, dann schlagen sie auf den kompletten Boden und schlagen nicht an der Seite dran vorbei. Und das ist das Problem bei diesen ganzen tollen Geschirren, die es heutzutage gibt, die alle quasi nur die eine Anforderung haben, dass man eine Algene-Flasche reinstellen kann oder eine Clean-Canteen-Flasche reinstellen kann. Dafür ist aber dann dieser Topf da immer so wahnsinnig schmal und dann der große Topf, den es da entsprechend gibt, der ist einfach viel, viel, viel höher. Und das ist halt einfach uneffizient, wenn du dann da auf diesem winzigen Topfboden mit deinem winzigen Flämmchen arbeitest und der Topf aber so hoch ist und die ganze Seite kann man nicht wirklich beheizen. Viel schneller kocht es, und ich habe den Vergleich gemacht, halt eben in Töpfen, die vergleichsweise unten breit sind, wo du viel Fläche direkt mit deiner Flamme beheizen kannst. Und das wird umso wichtiger, je weniger hochenergetisch der Brennstoff ist, den man verwendet. Sprich, Spiritus ist ja das am wenigsten energetische Brennmaterial draußen, was es überhaupt gibt, außer vielleicht noch Brennpaste, Sicherheitsbrennpaste, die hat nochmal weniger Power als reiner Spiritus, kommt auf die Brennpaste an, aber diese klassische Sicherheitsbrennpaste, die zum Warmhalten in der Küche gedacht ist, die hat noch weniger Power, aber gut, jedenfalls hat man hier trotzdem eine hohe Oberfläche, die man gleichzeitig heiß macht, und dann kocht das Zeug da relativ schnell drin in diesen Topf. Also an sich ein super Set, ne? Wie gesagt, möchte ich gar nicht dran rumnörgeln. Ich brauche sowas halt nicht mehr. Aber wenn ihr mir jetzt sagt, das ist eigentlich Schwachsinn, nimm ruhig so ein Set mit, dann bitte, dann sagt man das mal. So, dann gibt es auch nochmal so einen Gegenstand, den hat auch mehr oder weniger fast gefühlt, bestimmt viele, mal besessen. Nämlich so ein schönes Besteckset. Das ist leider nicht mehr vollständig. Da gab es, also das ist halt quasi ein Nachbau vom Bundeswehrfeldbesteck. Ne? Da gibt es dazu noch so eine Metallhülle, die man da drüber schieben kann. Da gehört noch ein Messer dazu. Hier sind nur noch Gabel und Löffel vorhanden. Und das kann man halt alles schön ineinander stecken. Und dann schiebt man da diese Hülle drüber. Und dann ist das alles schön kompakt verstaut und wiegt gefühlt eine Tonne. Und braucht man eine Gabel und einen Löffel? Nein, braucht man nicht. Ist Luxus. Kann man selbstverständlich machen, ist ja auch in Ordnung, völlig okay, aber ich brauche das nicht mehr. Ich bin ja inzwischen wirklich auf das Borg, in der Spork-Gemeinde entsprechend angekommen, beziehungsweise da war ich schon vor 10 Jahren in dieser Gemeinde und finde das einfach praktischer. Ich bin eh nicht der riesige Suppenesser, das heißt ein reiner Löffel, das muss nicht sein. Und wenn ich eine Suppe mampf, dann kann man das auch so im asiatischen Stil tun, also ungefähr so. Also natürlich nicht mit der Gabel, sondern
nicht sehr appetitlich, funktioniert aber auch und das geht dann auch mit einem Spork. Deswegen, und schon gar nicht braucht man das Messer, was hier noch dazu gehört. Das habe ich sogar weggeschmissen. Deswegen ist in diesem Set auch nur noch diese beiden Sachen drin. Und auch eben diese Hülle, die noch einen Dosenöffner und einen Flaschenöffner integriert hat, braucht man auch nicht, weil man ja fast immer irgendwie ein Taschenmesser dabei hat, das auch einen Flaschenöffner enthält. Also ich weiß nicht, wie viele Flaschenöffner ich auf Tour teilweise mit mir rumgeschleppt habe. Und wie viele Flaschen hatte ich zu öffnen? Keine. Es ist also einfach auch was, was man, es ist schön zum Aufheben und ich will das auch nicht wegschmeißen. Und wer weiß, kann man auch mal ausleihen, irgendwie mit die Hand drücken, kann insbesondere mal für Kinder ganz interessant, aber ich würde sowas nicht nochmal brauchen. Thema Essen, wo wir da gerade dabei sind, das hier ist eine, ja, ein Thermosbecher, keine Thermoskanne, sondern ein Thermosschale, Topf, Napf. Wie immer man das nennen möchte, besteht aus einem Essgeschirr. Ne? Da kann man sich dann entsprechend was Heißes reinmachen und daraus dann futtern oder trinken. Einmal so ein Thermodeckel hier mit Entlüftungsöffnung, damit man das Ding überhaupt aufbekommt. Und dann hat man hier quasi so einen Thermoskannenbottich. Also das funktioniert wie eine Thermoskanne und ist nicht so hundertprozentig sauber, weil mir mal was drin verreckt ist. Das ist also durchaus eine Gefahr mit solchen Gefäßen, wenn man die benutzt, dann geht man nach Hause und dann vergisst man das Ding lange genug zu spülen, dann verreckt einem da irgendwann mal derartig das Mampf da drin, dass man dann wahrscheinlich einen Organismus da drin wohnen hat, der mit ziemlicher Sicherheit Bob heißt. Aber ja, man kann sich da mit Bob unterhalten, aber es war sauschwierig, das Ding zumindest halbwegs wieder sauber zu bekommen. Und jetzt, nachdem nochmal ein bisschen Zeit vergangen ist, entdecke ich hier, glaube ich, aber auch schon ein paar neue kleine Miniaturbobs. Wobei man eigentlich meint, die können eigentlich gar nicht mehr leben, aber ich würde ihn trotzdem nochmal sauber machen, wenn ich die nochmal verwenden möchte. Warum brauche ich das Ding jetzt nicht mehr, beziehungsweise sage, das hätte ich mir nicht kaufen sollen? Na, weil ich so gut wie nie irgendwo was Heißes mit hinnehme, dann eine heiße Mahlzeit eben aus diesem Topf, beziehungsweise aus dem dazugehörigen Becher konsumiere, weil überall, wo ich hingehe, habe ich in der Regel irgendwo eine Möglichkeit, mir zum Beispiel einen Trank hier anzuwerfen, dann kann ich mir direkt was Heißes irgendwo zubereiten. Und das macht mir einfach so viel mehr Spaß, mir was Heißes irgendwo zuzubereiten, als was Heißes mitzunehmen. Per se ist das aber ein Top-Gerät und eine super Möglichkeit für jeden, der halt im normalen Alltag einfach gerne mal mittags eine heiße Mahlzeit haben möchte. Kann man sich einen Topf Ravioli heiß machen morgens, da reinkippen zum Beispiel, fertig. Nicht lecker, aber zumindest ein günstiges Unterwegsessen und so weiter und so fort. Also durchaus prinzipiell eine Empfehlung, aber für mich, ich mache einfach viel zu gerne was direkt heiß auf irgendeinem Köcherchen, auf dem Hobo, auf dem Esbit-Kocher. Auf dem Trank hier, wie gesagt, ist völlig wurscht. Ich mache das einfach viel zu gerne, als dass ich so einen Teil wirklich, wirklich brauche. Hab den 3 oder 4 Mal benutzt und hab dann beschlossen, ach, bringt's irgendwie nicht. Ne? Und wenn ich nur eine Kleinigkeit unterwegs essen will, dann muss ich auch nicht unbedingt was Heißes haben. Dann tut's auch ein bisschen Schokolade, ein paar Trekkingkekse, zur Not sogar noch ein bisschen BB5 oder Energy 5 oder so ein Kram. Ich persönlich finde das dann auch ganz okay. Also, aber an sich ein gutes Produkt ist von Esbit. Die gibt es in verschiedenen Größen. Nur halt für mich würde ich nicht normal kaufen. Ja, machen wir noch einen Gegenstand aus der Küche. Das hier ist ein Trommel. Nein, natürlich nicht. Das ist ein Titanteller. Ich habe schon mal als Bratpfanne verwendet, ich weiß nicht, ob es dieser war, ich habe aus Versehen davon 2, weil man mir 2 geschickt hat, obwohl ich nur einen bestellt hatte, da hing dann aber noch ein 2er dran, weil die halt wirklich so dünn und leicht sind, dass du das quasi gar nicht merkst, da habe ich einfach Dusel gehabt. Ich hatte noch ein bisschen überlegt, ob ich so ehrlich sein soll und einen zurückschicken, da die aber auch schon, wie alles aus Titan, relativ teuer sind, habe ich gedacht, oh, wer weiß, vielleicht kannst du ja mal noch einen zweiten brauchen. Jedenfalls, ein Titanteller ist ein vollständig nutzloser Gegenstand. Man kann damit Frisbee spielen, das geht. Man kann ihn sich auf den Kopf setzen. Das war's. Man kann da nicht wirklich was drin schneiden. Das fühlt sich unglaublich eklig an, wenn man mit einem Messer da drauf rumkratzt, egal was für eine Art von Messer. Das macht überhaupt keinen Spaß. Er ist nicht tief genug, dass man da wirklich Suppe oder irgendeinen Brei effizient draus essen kann. Das heißt, Steak fällt weg, weil muss man schneiden. Suppe fällt weg, Brei fällt weg, weil nicht tief genug. So viele Outdoor-Gerichte gibt es jetzt gar nicht mehr, die man überhaupt aus diesem Ding dann noch futtern kann. Und selbst wenn du mit der Gabel drin rumfuhrwerkst, warte mal, ich mach das mal vor,
weil man zum Beispiel Käsespätzle drin hat. Das würde theoretisch funktionieren. Und dann kommt man mit der Gabel auf den Boden. Es macht überhaupt keinen Spaß. Ist von der Firma Snowpeak. Und prinzipiell bin ich mit deren Produkten zufrieden. Das Ding ist auch gut verarbeitet und es wiegt gefühlt nichts. Aber man braucht es nicht. Es ist so vollkommen nutzlos. Was man allerdings tun kann, ist dieses Ding noch so ein bisschen als Pfanne improvisieren. Da passt übrigens auch der Topfhalter von dem Trank, von dem Ding, passt da auch dran. Dann kann man das Ding auch als Pfanne verwenden. Aber eine Titanpfanne ist auch wieder eine denkbar schlechte Pfanne. Da ist man mit entweder Edelstahl oder Alu, am besten nonstick beschichtetes Alu. Da habe ich ja jetzt gerade seit kurzem eine entsprechende Pfanne im Gebrauch und bin total begeistert von dem Ding. Es ist einfach wirklich nur eine Notlösung. Und der Spaß hat er damals gekostet, 20 Euro, irgendwie sowas, ne? Für ein Frisbee, ja, aber nee, echt nicht. Also, das ist wirklich völlig nutzlos, das Ding.